Herzlich willkommen zu Shutout, dem Eishockey-Magazin. Mit leichtem Pfeifkonzert wurden die EDC-Cracks nach dem Desaster von Freiburg zum Aufwärmen begrüßt. Unter der Woche gab es eine Aussprache zwischen Team und Vorstand, sodass gegen Regensburg Wiedergutmachung auf der Tagesordnung stand. Das komplette Team stand dafür zur Verfügung. Als 7. Ausländer pausierte Mark Smith. Vor 2.404 Zuschauern im Stadion leitete DEL-Schiedsrichter Willi Schimm die Partie. Wiedergutmachung gegen den viertplatzierten Regensburg, keine leichte Aufgabe. Mit Jason Miller verfügen die Eisbären über den besten Torjäger der Liga. Verteidiger Martin Andzicka ist Top-Assist und Top-Defender der Bundesliga. Auch im Tor sind die Domstädter super besetzt. Mark Kevelin, laut Statistik zweitbester Torhüter. Zehn der letzten 12 Spiele konnten die Eisbären gewinnen. Gewinnen konnte am Freitag im ersten Drittel niemand etwas. Beide Teams waren taktisch zurückhaltend. Grimmitschau gelang zwar ein Treffer, aufgrund von Torraumabseits wertete ihn DEL-Schiri Schimm zu Recht nicht. Schimm und seine Linesmen zeigten eine klasse Leistung und hatten das Spiel voll im Griff. Im zweiten Abschnitt ging es mehr zur Sache. Eric Schneider auf Witt. Und Garrett Bambridge brachte Grimmitschau in Führung. Minute. Wieder spielt die Reihe vom 1:0. Diesmal gibt Bambridge eine Vorlage auf Schneider. 2:0 für den ETC. Eisbärentrainer Kühnhagel nahm eine Auszeit. Nach einem Bulli im ETC-Drittel gelang Christoph Höhenleitner, der Regensburger, Anschlusstreffer. Anspiel direkt nach dem Gegentor. Erinnerungen an das Debakel von Freiburg wurden wach. Den Eisbären gelang wie den Wölfen ein schnelles Tor und damit der Ausgleich. Bambridge konnte Bogdan Selea nicht stoppen, woraufhin er Todd tunnelte. Trainer Ehrenberger appellierte an den Kampfgeist seiner Spieler. Entgegen einer Meldung verlängerte Ehrenberger nicht seinen Vertrag. Er hatte bereits eine Verpflichtung für die kommende Saison, nutzte lediglich seine Ausstiegsklausel, die in diesen Tagen abläuft, nicht. Ehrenberger glaubt an das Konzept der jungen Mannschaft, will sie langfristig zum Erfolg führen. Zumindest an diesem Abend enttäuschten ihn seine Cracks auf dem Weg dahin nicht. Eric Schneider brachte den EDC wieder in Führung. Bulli. Witt schießt und Tor. 4:2. Was war denn das? Kevelin greift mit der Fanghand unglücklich daneben. Ein spielentscheidender Patzer. Regensburg konnte gegen eine gute Grimmitschauer Mannschaft nichts mehr ausrichten. Den Schlusspunkt setzte Matthias Schubert mit dem 5:2. ...2400 Zuschauer im Stadion waren zumindest wieder etwas glücklicher als noch am letzten Sonntag. Hier ist eine Mannschaft, war über weite Strecken die Mannschaft, die läuferisch besser war, die viel mehr gekämpft hat, die auch viel besser zurückgespielt hat. Vielleicht waren die zwei Tore
vom 2-2 und 4-2 etwas glücklich. Aber wie gesagt, sie haben es mit Sicherheit verdient. Und meine Mannschaft hat gesehen, dass sie vielleicht doch noch das ein oder andere lernen muss. Denn wenn man auf dem vierten Platz steht, dann erwartet man natürlich immer wieder gute Leistungen. Sie haben sich zwar bemüht, aber wie gesagt, sie können und wollen noch viel lernen.